Mainz 1946, in weiten Teilen zerstört. Das ist das Bild, das sich den Franzosen bietet, als sie in die Stadt kommen. Trotzdem wählen sie Mainz für ein wichtiges Vorhaben in ihrer Besatzungszone aus, die Gründung einer neuen Universität. Also eine Universität war für diesen Umerziehungsprozess, diesen Demokratisierungsprozess gerade der Jugend in Deutschland von ganz entscheidender Bedeutung. Und da wird man sicherlich sagen müssen, was Frankreich da geleistet hat und was Frankreich hier an der Universität Mainz den jungen Studierenden geboten hat, das war ganz außerordentlich. Für den Mainzer Geschichtsprofessor Michael Kissener ist das Konzept der Franzosen. Demokratie, Kultur und Bildung statt Nationalsozialismus. Damit die Mainzer Uni gelingen kann, müssen Räumlichkeiten her. Dafür geeignet diese alte Wehrmachtskaserne, die instand gesetzt werden muss. Das hat man hier auch mit Unterstützung deutscher Kriegsgefangener, die dann hier Dienst leisten mussten und anschließend die Chance bekamen, sich als Studenten einschreiben zu können, beziehungsweise sie dann eben auch aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat, hat man das auf die Beine gestellt. Mainz ist eigentlich seit 500 Jahren Universitätsstadt. Allerdings hatte die Universität Ende des 18. Jahrhunderts ihren Betrieb eingestellt. Das heißt, als sie 1946 in der ehemaligen Kaserne neu gegründet wurde, fing man dort bei Null an. Alles, was normale Wissenschaftsinfrastruktur ausmacht, ob das jetzt Labore für die Naturwissenschaftler sind oder Bibliotheken für die Geisteswissenschaftler, bestand erstmal noch gar nicht. Das musste herangeschafft werden. Zum Teil sind alte Bibliotheksbestände aus NS-Führungsetagen von NS-Granden konfisziert worden von den Franzosen. Man hat das, was man daraus brauchen konnte, dann hierhin geschafft als eine Erstausstattung für die Bibliotheken. 1946 also eine neue Universität, obwohl das Personal scheint von gestern mit ihren Talaren, ihren Riten. Erst Jahre später, mit der 68er-Bewegung, wird die neu gegründete Universität auch wirklich zu einer modernen Einrichtung. Auf der einen Seite ist das Verhältnis von Professoren zu Studierenden anders geworden. Die alten, großen Professoren, vor denen man Respekt hatte, vor denen man erzitterte, wenn sie denn nur den Raum betraten, die sind längst nicht mehr so wichtig gewesen. Sie mussten mehr oder weniger abdanken. All die Traditionen, die an der Universität üblich waren, also das Tragen von Talaren, das feierliche Eröffnen eines Semesters, sind abgeschafft worden. Und diese Universität ist von einer Elite-Ausbildungseinrichtung der wenigen zu einer großen Ausbildungseinrichtung der vielen geworden. Wie in anderen Städten, so prägen auch in Mainz die 68er das Universitätsleben. Allerdings, zu Ausschreitungen kommt es nicht. Die Studierenden in Mainz haben eine besondere Beziehung zur Polizei. Wenn ihnen beispielsweise ein Megafon fehlte, hat man das dann bei der Polizei ausleihen können hier in Rheinland-Pfalz. Die Mainzer Universität entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte rasant. Sie wird von einer anfangs noch provinziellen Hochschule zu einem wirklichen Zentrum der Wissenschaft. Die Wirtschaftswissenschaftler, die Sportler, die Mediziner oder die Publizisten. Sie sind mittlerweile absolute Weltspitze. Diese Universität hat einen Status in Deutschland in den letzten 10 bis 15 Jahren erreicht, der bemerkenswert ist, weil er eben auch sich in die Gesellschaft hinein ausbreitet. Ein bedeutendes Ereignis in dieser Richtung ist das, was wir im Moment gerade erleben mit BioNTech und der Bekämpfung der Pandemie. Das hat alles seine Wurzeln in der Forschung, die hier auch an der Johannes Gutenberg-Universität in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. All das verdankt die Mainzer Universität auch den Franzosen. Ihre Weitsicht bei der Universitätsgründung 1946 hat diesen Erfolg erst möglich gemacht. Nach dem Motto Ut omnes unum sint, sie mögen alle eins sein. Die Mainzer Universität hat erst wenige Semester ihren Betrieb aufgenommen, als Joseph Fabry 1949 in die Stadt kommt. Er möchte die Welt der Wissenschaft entdecken. Heute, mit 91 Jahren, erinnert sich der Junge aus dem Sauerland daran, wie alles anfing. Meine Oma hat mir dann für das erste Semester
das Geld gegeben. Die hatte gerade ein Grundstück verkauft, hat mir 500 Mark in die Hand gedrückt. Sagte, dann studier mal schön. Ja, davon habe ich dann das erste Semester hier gestalten können. Nur was studieren? Die Professoren geben Rat. Den jungen Studenten wurde anempfohlen, nicht sofort sich auf sein Fachstudium zu konzentrieren. Die sollten erstmal ein Studium Generale absolvieren. Naja, das habe ich dann fleißig getan. Die Studenten sollen zuerst das akademische Leben kennenlernen. Das Problem, Lehrbücher gibt es kaum. Ich hatte mal einen Lehrgang gemacht mit Stenografie. Das kam mir sehr entgegen. Hab da das in den Vorlesungen buchstabierte oder stenografierte wieder zurückübersetzt und habe da eine Geschichte ausgemacht, was der so alles erzählt hat. Ich habe mir meine Lehrbücher selbst geschrieben, auf diese Art und Weise. Auch schwierig die Verpflegung. Ende der 1940er Jahre gibt es nicht viel. Da gab es die Hoover-Speisung, die amerikanische Speisung von den armen Studenten in Deutschland. Da kriegten wir unser notwendiges Mittagessen vermittelt. Wir brachten unser Essgeschirr mit und da kriegten einen anständigen Schlag Mehlsuppe mit Korinthen. Die Erfahrenen, die warteten immer, bis der Topf so ziemlich fast leer war. Da bekam man den Bodensatz mit, der bestand hauptsächlich aus Rosinen. Das war so schön süß. Ich habe das auch ausgenutzt. Kaum zu essen und dann noch eine spärliche Unterkunft. Das ist der studentische Alltag in den vom Krieg zerstörten Städten wie Mainz. Immerhin, Josef Fabri hat Glück. Er bekommt ein Kämmerchen bei einer Familie, aber komfortabel kann man das nicht nennen. Und geheizt wurde da nicht. War kein Kohl, die hatten keine Kohlen, die Leute. Und wenn es wirklich sehr kalt wäre, draußen die Minusgrade herrschen, da konnte man sich in den Zimmern nicht aufhalten. Es war wahnsinnig kalt. Und ich musste aber arbeiten. Und dann habe ich mir meinen Stuhl oder Sessel, was das war, da habe ich mir meine Bettdecke geholt, habe die über die Schultern gelegt. Frieren beim Studieren. Aber nicht nur Essen und Unterkunft sind ärmlich, auch die Kleidung. Das waren Klamotten vom Militär. Das waren viele junge Offiziere, die hatten schicke Uniformen, schicke von Marine, Luftwaffe her. Die Luftwaffe waren die schönsten Uniformen. Die trugen die weiter. Aber da waren die Spiegel, alles was auf militärisch herkommen hindeutete, war abgenommen. Das waren richtig zivile Jacke, allerdings mit Knopfreihe so von oben bis unten hin. Und dann eine entsprechende graue, feldgraue Hose dazu. Mehr wurde da nicht getragen. Josef Fabri möchte Jurist werden. Das Studium in Mainz ist für ihn trotz der Armut eine glückliche Zeit. Dass ich im Mangel lebte, war kein Problem. Das war üblich. Gab's nicht anders. Ich war froh, dass ich studieren durfte. Die Welt erkennen durfte. Positiv, wirklich. Es war die Grundlage für mein künftiges Leben. Alles andere konnte ich vergessen. Nach 3 Semestern verlässt Josef Fabri die noch junge Mainzer Universität, studiert in Köln weiter. Er wird später zu einem der führenden Juristen Deutschlands, der Mainz auch heute mit 91 Jahren immer noch im Herzen trägt.